Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Equipment-Test von mir für dich. Heute geht es um zwei drahtlose Ansteckmikrofone mit Empfänger und das Modell ist von Comica und nennt sich VD-Live 10 USB. Dazu gibt es noch eine Ladebox mit integriertem Akku, zwei Windschutzaufzüge, eine Tasche, ein Ladekabel und ein USB-C zu USB-A-Adapter sowie ein TRS-Verbindungskabel. Wie hört sich das Mikrofon an? Wie ist die Handhabung und wie schlägt es sich an meiner Lumix S5? Außerdem, wie schlägt es sich am Handy? Du willst es wissen? Dann sehen wir uns nach dem Intro. Vorbereitung und Verbindung. Ich habe die Box mit allen eingelegten Elementen zuerst mal voll geladen. Es gibt vorne an der Box vier blaue LEDs, die den Ladestand bzw. die aktuelle Kapazität anzeigen. Schaltet den Empfänger und die Mikrofone immer aus, wenn ihr sie in die magnetischen Lademulden legt, denn sonst laufen sie weiter und verbrauchen eben Akku. Um alles zu verbinden, muss die Taste vorne an der Box kurz gedrückt werden. Auf dem Display des Empfängers sehen wir dann kurz Pairing und dann tauchen auch bereits beide Mikrofone auf, schnell und einfach. Die Anleitung ist nur auf Englisch und vermutlich Chinesisch verfügbar, alles ist aber gut mit Abbildungen erklärt, Englisch solltet ihr aber dann ein bisschen können. Hinweise und Funktionen. Die Anleitung spricht von TX und RX. RX ist der Receiver bzw. Empfänger und TX sind die Transmitter bzw. die Ansteckmikrofone. Da wir zwei Mikrofone haben, können wir diese im Stereo-Modus nutzen, wenn wir am Empfänger RX die seitliche Taste drücken und S auf dem Display erscheint. S steht für Stereo, M für Mono. Jedes Mikrofon hat eine Klemme, um es leicht an Kleidung befestigen zu können. Die Mikrofone lassen sich seitlich über den Schalter in zwei Modi schalten. Es gibt Simplex und Duplex. Im Duplex-Modus kann ein Kopfhörer oder ein Mikrofon an den 3,5 mm Klinkeanschluss des Mikrofons angeschlossen werden. Wichtige Infos zu diesem Punkt gibt's gleich noch beim Mikrofontest. Jedes Mikrofon besitzt eine Taste, um die Lautstärke in vier Stufen zu regeln. Drücken und halten wir diese Taste, dann wird es stumm geschaltet. Aber auch der Empfänger besitzt einen 3,5 mm Anschluss und den habe ich mit dem Mikrofoneingang meiner Lumix S5 verbunden, um die Testaufnahmen zu machen. Er besitzt aber auch noch ein Display, das uns unter anderem den aktuellen Verbindungsstatus, den Modus, den Lautstärkepegel und den Akkustatus anzeigt. Die Mikrofone sowie die Box bestehen aus Kunststoff und wirken soweit solide auf mich. Die Lademulden der Station sind magnetisch und die Ladebox hat vorne einen Knopf, mit dem wir sie öffnen können. Mit dem integrierten 1000 mAh Akku können wir Mikrofone sowie den Empfänger unterwegs etwa dreimal aufladen, denn die Transmitter haben einen 95 mAh Akku integriert und der Empfänger einen 90 mAh Akku. Jetzt kommen wir aber zum wichtigsten und interessantesten Teil, denn ich habe diverse Mikrofontests durchgeführt und erzähle währenddessen auch nochmal einige Dinge. Mein Fazit gibt's dann diesmal auch live mit dem Mikrofon. Mikrofontest. So, jetzt kommen wir zur allerersten Testaufnahme. Der Empfänger steckt hier in meinem Handy. Das hier ist quasi das Mikrofon mit diesem Clip. Das habe ich gerade in der Hand, da spreche ich rein und ihr hört das also hier live, wie sich das anhört. Liegt das Handy mal kurz wieder auf den Tisch und im Normalfall klippen wir das natürlich an unser T-Shirt oder unser Hemd. Das mache ich jetzt auch mal kurz. Ich habe das jetzt hier einfach angeklippt. So würde ich jetzt sitzen zum Beispiel, wenn ich jetzt hier irgendwas bespreche oder eben zeige. Das hier ist die Ladebox. Handy mit dem angeschlossenen Empfänger und ihr hört jetzt, wie sich das Ganze hier anhört. Ohne diese Puschel, die Puschel habe ich jetzt hier, das ist der Windschutz, das habe ich jetzt nicht installiert, aber das ist einfach mal die Testaufnahme, die ihr hier hört. So hört sich das jetzt an und ihr könnt die Audioqualität selber bewerten. Man kann hier natürlich bei diesem Mikrofon jederzeit das Ganze abnehmen und so direkt vor den Mund halten. Ich mache das gerade mal hier seitlich, dass ihr das seht, in welchem Abstand. Jetzt habe ich es ungefähr 5 cm. Jetzt gehe ich mal und hebe das auf 30 cm Entfernung. Das ist natürlich ein bisschen weit weg. Aber das kann man also quasi praktisch auch als Handmikrofon benutzen oder eben anklippen. Und dementsprechend verändert sich dann hier die Tonqualität. Ich hebe es mal kurz wieder ans Revers, spreche weiter und führe es dann wieder zum Mund. So, ihr wisst es Bescheid, habt gehört, wie sich alles anhört und könnt euch jetzt euer eigenes Bild von der Mikrofonqualität hier machen. So soll das sein. Jetzt werden wir uns dem Duplex-Modus widmen. Das ist jetzt momentan hier der einfache Mono-Modus. Ich klebe das auch mal kurz noch an, dass ich noch eine Aufnahme hier ganz einfach am Revers habe. Was wichtig auch zu beachten ist, bei der Aufnahme jetzt und beim Stereo-Modus ist die interne Verstärkung der Kamera auf minus 6 dB gestellt, denn die Kameras haben auch interne Mikrofonverstärkung und es war zu laut, wenn ich die auf 0 hatte. Außerdem ist die Lautstärke an den Mikrofonen selbst, die habe ich auf Stufe 1 von 4 gestellt. Das passt hier für den Pegel. Das ja,
Wie gesagt, ihr müsst schauen, dass der Pegel eben nicht übersteuert. Das sollte im grünen Bereich sein, nenne ich das jetzt mal. Meistens ist die Pegelsteuerung grün, gelb und rot. Rot ist ganz schlecht, dauerhaft in gelb ist auch nicht gut. Grün ist eigentlich das den Bereich, den man eben haben will in dem Fall. Jetzt kommen wir aber zum Duplex-Modus. Den schalte ich hier um, da ist ein kleiner Schalter. Und zwar nach unten. Dann wechselt hier auch das Licht die Farbe. Was ich jetzt machen kann, der Ton hat sich jetzt nicht verändert, aber ich kann jetzt hier zum Beispiel einen Kopfhörer anschließen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Und ich werde jetzt das wieder ans Revers klippen. So ist es wieder am Revers, so wie ich sprechen würde. Und wenn ich jetzt hier meinen DT770 Pro 32 Ohm, wenn ich den jetzt anziehe, dann höre ich mich im Kopfhörer selber. Das heißt, man hat hier einen Monitoring-Mode. Man kann allerdings die Verstärkung im Kopfhörer, also wie laut es da ist, das kann ich nicht verstellen. Das passt sich an die Mikrofonlautstärke an. Das heißt, erhöht sich das Ganze auch im Kopfhörer. Ich höre mich jetzt aber selber und kann eben so meine Stimme monitoren. Monitoring, so nennt sich das eben. Manchmal möchte man das, dass man sich selber hört. Ich mache das zum Beispiel, wenn ich Text einspreche, mache ich das auch immer. Da habe ich einen Kopfhörer auf, damit ich mich selber höre. So, nächster Test. Es ist so, die Mikrofone hier haben noch einen 3,5 mm Klinkeanschluss, Kopfhörer kann man da anschließen und man kann da auch ein Mikrofon anschließen und das möchte ich jetzt mal testen, denn ich habe jetzt hier zwei Lavalier-Mikrofone, das ist hier so ein ganz, ganz günstiges von König, das hat hier nur diese zwei schwarzen Ringe und dann haben wir halt noch eins mit drei schwarzen Ringen. Jetzt ist es so, wenn man das hier einsteckt, wird das interne Mikrofon gemutet und dann sollte das andere funktionieren. Das möchte ich jetzt mal probieren. So. Das normale Mikrofon sollte jetzt gemutet sein und dieses hier aktiv. Ich gehe jetzt mal hin, packe das unter den Tisch. Soweit ich das erkennen kann, funktioniert das soweit auch. Ich hefte das jetzt mal ins Gewehr, dass das hier nicht so weit entfernt ist. Das hier nehme ich jetzt mal und mache das unter den Tisch, damit ich mir auch sicher bin. Okay, ja, das funktioniert. Das ist das TRS-Kabel, also mit zwei dieser schwarzen Ringe. Und dann gehe ich jetzt mal noch hin, stecke das wieder aus. Jetzt ist natürlich das interne Mikrofon wieder aktiv. Und ich werde jetzt noch so ein normales Lavalier-Mikrofon nehmen, auch einmal sind 20 Euro, gibt es in Massen. Das ist ein TRS-Stecker, das sind drei schwarze Ringe. Schauen wir mal, ob der funktioniert. Den stecke ich jetzt nämlich mal ein. Jetzt habe ich direkt am Pegel gesehen, an der Kamera, TRS-Stecker, der hat nicht funktioniert. Das heißt, der Stecker mit drei schwarzen Ringen, den kann ich hier nicht einfach einstecken, dieses Lavalier-Mikrofon, sondern nur eins, wo TRS-Stecker nutzen, also zwei schwarze Ringe. Das sollte man auch noch wissen, falls das für jemanden von Interesse ist. Oder bei diesem Mikrofonset liegen zwei Mikrofone bei und man kann am Empfänger den Modus M oder S wählen. S ist Stereo, M ist Mono. Wenn ich das auf S setze, kann ich beide Mikrofone anschalten. Die stehen jetzt auch hier oben im S-Modus. Jetzt ist es so, ich kann Stereoaufnahmen damit machen. Ich gehe jetzt mal hin, während ich rede und halte das eine Mikrofon, entferne das immer mehr, dann hört ihr das nämlich. Und dann kann ich jetzt wieder näher rangehen. Das ist einfach so Stereo, typisches Stereo. Denn die normalen Mikrofone, da hat man eigentlich Mono. Aber ich kann jetzt hier halt nach links gehen und reden und ich kann nach rechts gehen und reden und wieder nach links. Und dann hört ihr das quasi im Stereo-Modus. Ein weiterer Vorteil ist, ich könnte das Mikrofon auch einer zweiten Person geben. Die redet dann, ich rede, man eine Unterhaltung oder man bastelt was zusammen, dann hat man quasi beide Tonspuren, kann die nachher im Schnitt zerlegen und dementsprechend alles schneiden. Also auf jeden Fall, das ist zum Beispiel ein Vorteil, den ich jetzt hier sehe. Ich habe hier momentan in dem Zimmer alles aus, den PC aus, es ist leise. Und jetzt bin ich mal kurz komplett ruhig, damit ihr das Rauschen hören könnt, was die Mikrofone so aufnehmen von der Umgebung. Allerdings von der Godox 150 Watt 2, da läuft der Lüfter leicht, dass man das irgendwie hört. Jetzt war ich kurz mal still, damit ihr auch hört, wie sich das mit dem Rauschen hier so verhält. Und ihr wisst jetzt Bescheid, wie sich der Stereo-Modus anhört. Abschließend kommen wir jetzt nochmal zu meinem Fazit. Ich habe eins der Mikrofone hier mit dem Windschutz an meinem Revers. Und diese Aufnahme, die ihr jetzt hört, die werde ich in Audacity nochmal nachbearbeiten, damit man da hören kann, was man da so als Maximum herausholen kann. Denn zum Beispiel läuft hier gerade ein PC.
Das Rauschen werde ich dann rausfiltern. Ich bin mal kurz still. Das hat man jetzt gehört, das werde ich auf jeden Fall rausfiltern. Was sich bei meinen Tests also noch herausgestellt hat, ist, man kann hier Kopfhörer anschließen an diese Sender. Der Empfänger ist auf der Kamera. Und wenn ich meinen DT77 Pro 32 Ohm anschließe, dann habe ich keinen so Brummen. Das ist schon da, aber kaum hörbar. Mit so einem kleinen Kopfhörer ist es relativ stark gewesen. Das habt ihr nicht gehört, aber das sage ich euch jetzt. Was ihr gehört habt, ist dieses Brummen, wenn ich dieses kleine Lavaliermikrofon TRS anschließe. Ich habe nur dieses Mikrofon getestet, da dieses Brummen aber auch bei Kopfhörern auftritt, gehe ich nicht davon aus, dass es am Mikrofon liegt. Ich habe leider keine weiteren Lavaliermikrofone, ich habe weitere, aber das sind TRSS. Mit weiteren Lavaliermikrofonen wollte ich es auch testen, das sind TRS, das sind 3 schwarze Ringe, wie gesagt, und hier sind es nur 2 an diesem Stecker. Und die gehen nicht, also wir können da wohl nur TRS-Stecker reinpacken in diese Sender. Leider habe ich keinen Adapter von TRS auf TRS, sonst hätte ich die weiteren Mikrofone auch noch angeschlossen. Geht jetzt in dem Fall aber leider nicht. Der 3,5 mm Klinkeanschluss am Empfänger, also der an der Kamera jetzt angeschlossen ist, der macht komischerweise jetzt keine Probleme. Wie gesagt, da ist es auch ein Ausgang quasi, da könnte ich auch einen Kopfhörer anschließen. Momentan hängt er aber an der Lumix S5 und die Aufnahme, die ihr hört, wird quasi direkt ins Videofile reingespeichert. Also da gibt es keine Störung. Das ist auch so der Anwendungsfall, den ich damit vorhabe. Es ist auch möglich, den Empfänger ans Handy anzuschließen per USB-C. Außerdem gibt es hier noch so einen Lightning-Adapter. Muss ich allerdings sagen, ich habe kein Gerät, was das nutzen kann, der liegt aber bei. Das einzige Manko, was ich jetzt hier entdeckt habe, ist eben dieses Brummen, wenn man den Mikrofonport, also den einen Ausgang im Duplex-Modus benutzen möchte. Das habe ich persönlich aber absolut gar nicht vor. Ich habe damit Folgendes vor, ich bastle ja öfter mal was, baue was zusammen, irgendwelche Stühle oder sonst was. Und währenddessen ein Mikrofon irgendwo zu positionieren, ist super umständlich. Was ich jetzt machen werde, ist, ich klippe die mir hier dran. Wenn ich was zusammenbaue, dann spreche ich, kann ich zum Beispiel Notizen mit dem Video direkt aufzeichnen, deutlich besser als ein Richtmikrofon oder ein Mikrofon quasi von der Kamera. Das könnt ihr sowieso vergessen, das ist eigentlich eine Katastrophe, die Qualität. Und dafür werde ich das jetzt einsetzen. Das heißt, dieser 3,5 mm Port oder der Duplex-Modus ist mir persönlich egal. Aber ihr wisst ja jetzt Bescheid. Ich habe euch jetzt auf jeden Fall alles im Detail gezeigt, so wie ich das immer mache, was auch mein Ziel ist, damit ihr über alles Bescheid wisst und das selbst entscheiden könnt. Das habe ich jetzt wieder gemacht. Ihr wisst Bescheid. Das war ein weiterer Testbericht von mir für dich. Ich hoffe, er hat dir weitergeholfen. Wenn dir mein Video hilft, freue ich mich über ein Like, einen Abo oder einen Kommentar, denn Support ist kein Mord, wie man ja so schön sagt. Das war es auf jeden Fall von mir. Den Artikel und weitere Links findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Das war's von mir. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video.